Wusstet ihr, nicht nur Apple, nicht nur HP, nicht nur Lenovo, nicht nur die bauen gute Notebooks, sondern auch Xiaomi. Das heißt, die machen jetzt nicht nur Telefone, sondern auch Notebooks. Was das so drauf hat, das schauen wir uns heute mal an. Ein Notebook? Jens, Xiaomi, kennst du? Das ist eine Apple-Box. Entschuldigung. Das sieht aus wie eine ganz stumpfe, kopierte Apple-Box. Das ist gar nicht so falsch. Lass uns direkt einsteigen. Wir haben nämlich vor uns aus dem fernen Osten tatsächlich bekommen ein Xiaomi Mi Notebook Air. So heißt das. So, jetzt haben wir es. Genau. Und wenn wir uns mal die Box angucken, von allen Ecken und Kanten, es ist auf Chinesisch komplett, die Schrift und auch das System und die Anleitung ist alles Chinesisch. Wo hast du das Ding her? Von einem fernöstlichen Internetshop. Aus dem Internet? Das musst du im Fernost direkt. Gibt es das bei uns in Europa gar nicht? Nein, bisher nicht. Deswegen die Zeichen oben. Genau das. Also die planen tatsächlich auch in Saturn und Co. zu gehen, aber bisher kriegst du das nur direkt aus dem Fernosten. Okay. Ja. Auf der Rückseite auch nichts mit dem kleinen obligatorischen Aufkleber, der tatsächlich aussieht wie bei Apple, wie du schon richtig sagst. Und wir machen einfach mal auf. Bevor wir uns weiter darüber unterhalten, machen wir da einfach mal auf. Jens, bitteschön. Das ist sogar hier gepolstert. Das Gerät erstmal. Also, ein kleines Beispiel. Letztens von Samsung ein Notebook gekauft. Das war eine Pappbox. Eine einfach ekelhafte, nutzlose Pappbox. Die hast du aufgerissen und sofort weggeschmissen. Das war nicht schön. So, wir haben es mal ausgepackt, das Notebook erstmal beiseite. Und hier drin sehen wir ganz Apple-like nur Kleinigkeiten. Guck mal, auch das Netzteil schön reingewickelt, ne, mit USB-C-Anschluss. Mhm. Aber fest. Fest. Das ist ja schade. Das ist hardwired, genau, das packen wir nochmal beiseite. Und, willst du aufmachen? Hast du Bock? Nein. Okay, ich mach mal auf. Und hier drin ist eine winzig kleine Anleitung. Hier. Das, was war's? Ja, da steht halt drin, wie du den Rechner anschließt, aufmachst, beziehungsweise das erste Mal lädst und was sind das? Das sind Touchpad-Gesten. Das Ding hat auch noch ein Touchpad. Multi-Touchpad-Gesten. Das wusste ich gar nicht. Ja. Ich auf der Rückseite noch ein paar Geschichten zum Thema Garantie und sowas, ne? Aber das gilt ja bei uns hier eh nicht, die man ausfüllen kann. Und that's it. Und schon sind wir beim Notebook. Und da ist nichts mehr da drin? Nee, das war's. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles, was du für, zum Preis kommen wir auch noch gleich, du für diesen, zu diesem Preis bekommst. Aber bevor wir zum Preis kommen, lass uns einfach mal schauen, was es jetzt von einem Handyhersteller an Notebook-Technik gibt. Ich meine, Xiaomi kennst du. Da wurde auch spätestens seit Hugo Barra von Google dahin ging. Mhm. Und Xiaomi ist ja auch bekannt für günstige Telefone und für teilweise auch Hardware-Kracher. Ja. Für den Preis. Und die haben jetzt auch was Neues angekündigt. Du hattest deine News entdeckt zum Thema Fingerabdrucksensor, ne? Ja, das kam nicht von Xiaomi, aber die haben das erste Smartphone damit gebaut. Ja. Der Snapdragon Slash Dash, muss man mal nachschauen, wie das genau heißt. Eine Technologie von Snapdragon, von Qualcomm, die einen Fingerabdrucksensor durch Material möglich macht. Also nicht per Funkwellen, sondern per Ultraschall. Mhm, das heißt, der tastet ab, was auf seinem Finger für Formen sind und gibt das dann auch per Ultraschall wieder zurück. Das ist ja, guck mal, jetzt, man ärgert sich ja darüber, dass beim iPhone 7 der Fingerabdrucksensor mit Handschuh jetzt gar nicht mehr geht, beziehungsweise der Home-Button. Ne? Und damit würde dann Xiaomi alles anders machen, selbst mit Handschuh theoretisch machbar. Stimmt, du hast recht. Ja, das wäre das Ding auch im Winter. Halleluja. Krass. Okay, egal. Wir sind bei dem Ding hier und das sieht für mich auf den ersten Blick aus wie eigentlich schon fast wie ein MacBook. Ein MacBook ohne Logo, lustigerweise. Oben die Alu, der Aludeckel ist leer. Also für mich persönlich, weil hier vorne die Front halt immer so aussieht. Richtig, genau. Ne, und auf der Rückseite, weil hinten diesen Balken hat, der das Display hochhält. Mhm. Bevor wir auch gleich zu den Daten kommen, schauen wir erstmal das Gehäuse an. Wir haben hier einen Klinkenstecker, ist noch dabei. Ein HDMI-Anschluss, ganz normal 1.4. USB-C, kein Thunderbolt und ein USB 3.0-Anschluss. Und that's it. Kein 3.1. Jens, du bist ein großer Fan davon. Mach mal das Ding auf. Das ist ja, muss man dazu sagen, ein Windows-Notebook. Und das geht bei den meisten Windows-Notebooks nicht, was euch jetzt Jens präsentieren wird. Mein kleiner Finger. Halleluja. Ich fände das schön. Und da, lass doch mal dazu im Vergleich dein Mac gleich mal hin. Ich habe da Maus vorbereitet. Ja. Das ist tatsächlich, jetzt kommt's, MacBook Early 2016. Geht genauso. Das heißt also schon mal ein Applaus an Xiaomi dafür. Dass sie das hinbekommen haben, als mit Erster auf dem Markt. Absolut. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, wenn es offen ist, können wir uns darüber mal unterhalten, was das Ding so drauf hat oder drin hat vor allem. Ne? Also hier vorne sieht man schon einen Aufstecker, da ist ein Core M3 drin von Intel. Ganz genau. Und jetzt können wir auch den Preis verraten. Man kriegt es inklusive Steuern, weil wenn man es aus Fernost holt, ist man so um den dicken Daumen bei 650 €. Inklusive alles. Puh.
Jetzt kommen die Specs. Genau. Das preislich erstmal okay. Was ist denn da drin? Also in diesem kompletten Full-Alu-Gehäuse haben wir einen Intel Core M3 Skylake aber, also ebenso wie beim MacBook. Ja. Wir haben 4 GB Arbeitsspeicher, 128 GB SSD und damit eine Intel HD Graphics 515. Also keine dedizierte Karte. Das klingt alles okay. Also und ich glaube, ein glossy Display mit Full HD. Und Touchy. Und nicht Touchy zum Glück. Oh mein Gott, zum Glück kein Touchy. Das aber ist kein Touchy. Kein Touchy, dafür Multitouch-Trackpad und Aluminium. Ah, aber hier kann man diese Gesten nutzen, die da das auf dem. Ah, genau. Ich dachte, das wäre ein Touchpad. Nee, oh Gott. Nee, dann wäre es ja für mich wieder No-Go, weil ich finde die Dinger mit Touchpad immer doof. Übrigens, auch was mir auch aufgefallen ist, das Touchpad hier ist ja irgendwie aus Glas, ne? Das hat bisher auch nur ein einziger Hersteller gemacht. Das ist richtig, aber du drückst es. Das ist kein Force-Touch, du drückst es. Ja, zum Glück. Ja. Alles weitere, was da drin ist, sind immer so Klassiker. WLAN, AC, ist schön. Bluetooth 4.0 ist drin, ja, schön. Und sonst hat es keine, in Anführungszeichen, wirklichen Besonderheiten. Es gibt noch einen größeren Bruder, den mit 13,3 Zoll, das heißt genauso, Xiaomi Mi Notebook Air. Genau. Hat dann aber eine i5. GeForce 940MX, eine M2 SSD mit 256 GB, 8 GB Arbeitsspeicher und. Kostet dann auch nur 350 Euro mehr. Also bist du so um den dicken Daumen bei 1000 Euro. Wie soll denn das gehen? Tja. Also allein der Prozessor ist schon so teuer und die M2-Platte ist ja auch nochmal teurer. Tja. Xiaomi versucht da wirklich mit Gewalt und wohl auch mit Erfolg in den Notebook-Markt vorzudringen. Wäre natürlich interessant, was da für eine M2-Platte da genau drin steckt. Das kann ich hier natürlich nicht sagen, das werden die auch nicht schreiben. Aber wenn wir uns mal ein bisschen, ich meine, wir können es mal eben vielleicht sogar vergleichen noch mit dem MacBook nochmal zusammen hinstellen. Dann kannst du mir eben entsperren und so zwei, drei Dinge dazu. Das kann ich gerne machen. Das ist so ein Core M5. Genau, mit 1,2. 1,2 Gigahertz. 8 GB, 8 GB Arbeitsspeicher. Ja. Ich finde die 4 ein bisschen wenig. Das ist auch sehr knapp. Die 4 sind für dich. Und 512 GB RAM. Ja. GB interner Speicher. Man hat es ja. 512 GB RAM, der geil. Nebeneinander stellt. Kann man das mal so machen? Mal so. Also, natürlich ist das MacBook dünner. Ganz klar. Aber das hier ist immer noch dünner als ein MacBook Air. Tatsächlich. Das kriegt ihr hin. Das ist also tatsächlich eine Zwischenstufe zwischen einem MacBook und MacBook Air der jeweils aktuellen Generation. Und du hast eine richtige Tastatur, nicht genau dieses schmale. Das stimmt. Auch vom Tastenweg und vom Tastenhub ist das alles noch ganz klassisch, wie bei einem MacBook 13 Zoll. Und hier bei einem MacBook haben die es ja alles so knapp gehalten, wahrscheinlich ja, aufgrund ja der Größe. Obwohl, hier sind es 12,5, hier sind es 12,1. Was sind denn da die Lautsprecher? Verzeihung, wenn ich gerade stimmt, das ist eine sehr gute Frage. Lautsprecher haben wir nämlich hier. Ah! Ja, und da die Gummifüße sehr hoch sind, zugegebenermaßen, kommt der Ton nämlich bei dem MiBook, ich nenne es jetzt mal MiBook, von unten. Ne? Aber MiBook Air, ist halt, nein, ist MiBook Air. MiBook Air, hast du recht. Dafür ist es halt auch komplett aus Alu und das finde ich sehr schön. Performance-technisch, ja, erzähl ruhig. Full-HD-Display, ne? Full-HD-Display, Glossy. Was natürlich ein bisschen schade ist, weil Glossy ist halt immer so, mh. So, nochmal eben einloggen. Übrigens, die, ich lese gerade mal nach, die ja, große Variante mit 13,3 Zoll hat übrigens 8 GB RAM. Richtig, das hatte ich, glaube ich, das bin ich übergangen, genau. Da hast du, also in dem großen Bruder mit 13,3 Zoll hast du eigentlich mehr. Jetzt können wir auf die Performance und eigentlich das Allgemeine eingehen, was das so bringt. Mit dem Teil kann man Office mindestens super gut machen. Das heißt also, wenn du große Office-Dokumente hast, so eine Präsentation oder weiß der Geil, funktioniert ja perfekt, gar keine Frage. Wenn du damit 4K YouTube-Videos gucken willst, funktioniert perfekt, keine Frage. Du hast hier ja den Vorteil, da hier so eine eigene Xiaomi Quick-Charge-Geschichte drin ist. Du hast innerhalb von 30 Minuten knapp 50% Akku wieder da reingeballert. Puh. Ab 50% dauert es ein bisschen. Das ist aber geil. Bei mir hat es dann auch so einen kleinen Bug, dass dann das Notebook tatsächlich, wenn es 100% hat, du ziehst es ab und es springt auf einmal auf 97, teilweise auf 93 wieder zurück, hält dann aber trotzdem auf 93 eine ganze Weile. Ja, ist dann eine Software-Sache. Ich kann es dir nicht sagen. Mehr als Windows kann ich nicht aufspielen, weil du kriegst ein chinesisches Windows mit und du musst dich um eigenes Windows auf Deutsch kümmern. Das kannst du so nicht umstellen, ja, weil es nicht lizenziert ist. Nicht, ja. Aber sonst, du hast wirklich, es wird auch nicht heiß. Das Ding pustet dich nicht tot. Also, die haben es eben umgesetzt wie hier. Und du hast halt eine lange Ausdauer. Du kannst halt aufgrund der Tastatur gut damit schreiben und kannst damit auch lange schreiben. Wenn du im Café sitzt und tralala. Mich überzeugt das Teil auf jeden Fall, wenn da nicht das Touchpad wäre. Das ist leider bei einem Notebook ein Fehlgriff. Also, A, du kannst es halt wirklich reindrücken. Und das ist mittlerweile so, guck mal, siehst du, wie weit das reingeht? Es geht einmal komplett ins Gehäuse rein. Und zum Thema Multitouch, es erkennt auch nicht immer meine beiden Finger. Du kannst hier alles reindrücken, ne? Das ist halt kein richtiges Alu, kein dickes Alu, sondern sehr dünn. Das ist kein Alu-Block im Grunde wie hier, sondern es sind zwei Alu-Hälften zusammen. Kein Unibody. So. Ja. Und das Problem ist eben mit dem Multitouch, du kannst zwar scrollen, aber jedes zweite, dritte Mal erkennt er deine Finger nicht. Da musst du immer noch mal doppelt ziehen. Und das Reindrücken ist halt so, du klickst, aber den Klick
greift er nicht immer, sondern musst du halt nochmal ein bisschen doller klicken und dann hat er den... Das würde mich auch schon ja hart nerven. Ja, also im Grunde hat Xiaomi was Geiles gemacht, um mal über den Tellerrand zu gucken, aber das Touchpad haben die einfach verkackt. Es stimmt alles, Performance, Display, alles und das Touchpad ist verkackt. Für die, die es noch wissen möchten, das Ding wiegt 1,1 Kilo. Mhm. In der großen Variante sind das 1,3 Kilo, also 2 Gramm mehr. Und das Teil wiegt 920 Gramm. Ja. Nochmal 200 Gramm weniger. Das ist richtig. Da hat's, muss man Apple lassen, besser hinbekommen. Aber du hast natürlich auch hier wieder andere Kompromisse, darfst du nicht vergessen. Kannst nichts weiter anschließen und so. Das ist generell ein bisschen dünner. Du hast halt keine vollwertigen USB-Ports. Du kannst dir wenigstens noch einen USB-Stick reinstecken, Kartenleser. Hier noch einen Monitor anschließen. Hier nichts. Aber immerhin Klinke hat uns Apple gelassen. Ja, noch. 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 Bei dem. Also ich muss schon zugeben, wenn Xiaomi es wagen sollte oder schaffen sollte, wagen ist der falsche Begriff, auf den deutschen Markt damit regulär in den Handel zu kommen, ist das wirklich eine dicke, dicke Konkurrenz gegenüber all diesen Billig-Notebooks für 500, 600 Euro von Acer und Co. Volle Möhre. Wenn sie in der nächsten Generation oder in der Erweiterung das noch hinbekommen, dass man hier nicht so wirklich was reindrücken kann mit einem Block unten oder irgendwas, mit so einem kleinen Ding, mit so einem Stift, und dass das Touchpad besser läuft, dann wäre das eine sofortige Alternative auf dem Markt. Ja, definitiv. Wäre jetzt natürlich spannend, auch eurerseits zu wissen. Habt ihr so ein Xiaomi auch zu Hause? Oder würdet ihr es auch geil... Ja, kann ja sein. Ja, natürlich. Logisch. Es gibt ja die einschlägigen Blogs auch, wo regelmäßig China-Sachen gezeigt werden. Ja. Und da... Mittlerweile ist es nicht mehr nur eine schrottige Spielekonsole die für 2 Euro, die nichts kann. Mittlerweile ist es sowas, ne? Was man aus Fernost auch bekommt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch mehr von uns sehen möchtet, dann abonniert den Kanal. Und wenn ihr möchtet, dass Alex jetzt im Kreis springt, dann wartet noch ein kleines bisschen. Gut. Live-Kommentare kommen jetzt bei uns reingeflattert. Kreis springen. Nee, ich gucke noch auf die Live-Kommentare. Okay. Sie kommen gerade rein. Spring! Da, alles klar, okay.